Trade of the Day, 29.11. Schauen wir mal, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und wir fangen an mit dem Euro-Dollar-Long, den ich letzte Woche hatte. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer vielleicht könnte das ein Treiber für mich sein. Und zwar, Christine Lagarde hat was gesagt, und zwar hier, if we see that inflation reaches our target of 2% in the medium term, permanently and sustainably, that is not just for a short period of time, then interest rates can also rise again. Und das ist genau das Interessante. Can also rise again. Das heißt also, wenn wir eine Inflation bekommen, Inflation, die über dem Target liegt, also 2%, und das natürlich über einen gewissen Zeitraum, und wir sehen, dass das permanent bleibt, also permanent und mit Nachdruck bleiben kann, dann könnte die Inflation steigen, die Zinsen steigen. Das würde bedeuten, Euro ist etwas, was mehr Wertigkeit erlangt, und durch mehr Wertigkeit wird sich das dementsprechend einpreisen in die Märkte, und das heißt wiederum Euro-Dollar-Long. Und da ich im Euro-Dollar gerade long bin, könnte das etwas sein, was mein Trade am Treiben ist. Punkt 2, da kommen wir jetzt zu dem, was vielleicht eher nicht dafür spricht, deswegen habe ich hier auch ein Fragezeichen hingemacht, und das ist dieses hier. Weiterhin sagte nämlich Lagarde auch, dass die EZB derzeit immer noch davon ausgeht, dass der Anstieg der Inflation nicht von Dauer sein wird. Hier, nicht von Dauer sein wird. Und sich nächstes Jahr wieder abkühlt. Das würde dann wiederum bedeuten, dass der Trade oder eher gesagt dieses eventuelle Momentum in die Long-Richtung sich abflachen könnte oder tatsächlich gar nicht erst auftritt, weil sowieso jeder sagt, naja, es kommt eh keine Inflation, warum sollen wir dann dementsprechend in die Richtung handeln? Nur als Beispiel. Und das deswegen sage ich, könnte es ein Treiber sein? Ja, nein, I don't know. Wir werden es einfach sehen, was passiert. Weil ich bin ja hier eingestiegen. Hier sieht man den Einstieg nochmal. Also den habe ich auch letzte Woche besprochen. Also hier der Einstieg der SL. Wobei der SL mittlerweile hier knapp auf Break-Even liegt. Und ich den Trade jetzt einfach nur noch verwalte. Schauen wir uns lieber an, wie das jetzt heute aussieht. Wir sehen hier war der Einstieg. Und der SL liegt ja hier knapp auf Break-Even. Das heißt irgendwo da. Und ich werde jetzt einfach diesen Trade halten und verwalten und werde sehen, was natürlich passiert. Ich plane nicht irgendwie jetzt kurzfristig einen Teilverkauf oder sonst was zu machen, da ich ja durch den ES, also S&P 500 Short von letzter Woche, einen recht guten Trade hatte und dementsprechend brauche ich jetzt nicht viel zu tun. Sondern ich werde jetzt sehen, ob diese Liquidität gekauft oder verkauft wird. Und lass einfach laufen. Natürlich, wenn entsprechende Nachrichten kommen, wo mir ganz klar ist, dass es jetzt nur noch Short gehen sollte, werde ich schließen. Das ist vollkommen klar. Aber bis dahin, bis jetzt, bleibt das erstmal so und ich werde es laufen lassen. Und falls er mich halt ausstoppt, naja, dann ist es halt so, dann bin ich halt auf Break-Even raus. Was soll's. Ist jetzt nicht so schlimm, aber das Potenzial nach oben kann enorm sein. Gut. Was wird denn diese Woche wichtig? Also wir haben viele, viele Events, wir haben auch viele wichtige Wirtschaftszahlen sowie auch Quartalsberichte von Unternehmen. Dennoch finde ich, sind die allerwichtigsten Events erstmal von Jerome Powell sein Testify, dann das Beige-Book und die NFPs am Freitag. Ne? NFPs, also Non-Farm Payrolls, das werden wichtige Zahlen sein. Und das sind generell die wichtigen Events, die ich hier so dick gemacht habe, wo ich definitiv als Trader mir das Ganze anschauen muss und aufpassen muss, was denn passiert. Weiter, was muss ich denn heute verstehen? Was muss heute gemacht werden? Normalerweise zeige ich euch ja immer, auf was ich achte, was ich handeln möchte. Ich werde heute sehr wahrscheinlich nichts handeln, außer es kommt irgendetwas Sentimenttechnisches über das Tape, wo ich sage, uiuiui, ich möchte auf jeden Fall einsteigen. Aber das kann ich ja nie vorab wissen. Und das könnte natürlich nur Sentiment sein in dem Fall. Und deswegen, heute möchte ich eins tun. Ich möchte verstehen, wie sich die neue Omikron-Variante auswirkt auf uns. Also was kann das jetzt wieder bedeuten für die Weltwirtschaft? Was bedeutet das wieder für die Aktienmärkte? Was bedeutet das für die Devisenmärkte? Und so weiter und so fort. Ich möchte verstehen, was hier los ist, weil nur wenn ich das verstehe, kann ich dementsprechend hingehen und mich auch richtig positionieren. Als Trader ist es natürlich sehr kurzfristig alles. Das heißt, ich muss gar nicht so stark darauf achten, aber für mein Portfolio muss ich natürlich schauen, was los ist. Also sprich für die längerfristigen Varianten. Oder längerfristigen Trades. Weil zum Beispiel haben wir hier, wir sehen schon, Australien kippt und geht hin und sagt, ja, wir wollen hingehen und wollen alle, die jetzt zu uns fliegen, erst einmal ab in Quarantäne stecken. So. Oder auch bannen sogar. Ne? Also wir sehen, die bannen auch komplett.
Japan, Israel, wir sehen, was hier los ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Maßnahmen von Ländern, die das Ganze wieder erschweren. Das bedeutet hier schon, ohne ganz, ganz groß nachzudenken, ist natürlich irgendwo wieder das Business von Transporten, also auch Flügen und so weiter, also sprich generell Travel, wieder in Mitleidenschaft. Also es wird in Mitleidenschaft gezogen. Und das wäre vielleicht eine mögliche Trading-Idee. Vielleicht aber auch eine Idee, das Ganze erstmal zu valuieren, die Unternehmen, und im Nachgang vielleicht long-term einzusteigen. Also es gibt mögliche Varianten, mögliche Ideen, aber das gilt es heute oder generell diese Woche für mich stark herauszuarbeiten, weil hier können wieder für die Zukunft richtig, richtig gute Trade-Ideen und auch Investment-Ideen entstehen, wie letztes Jahr, wo wir es auch hatten, wo dieser schöne Crash kam, kurzfristiger Crash, und dann die Märkte einfach nur gestiegen, gestiegen, gestiegen sind. So könnte das jetzt wieder werden. Noch sind wir da nicht, aber hey, es könnte werden, oder ich fände es für mich persönlich eine gute Sache. Was ich auch noch sehr interessant fand heute, war einfach, wir haben hier die Beta und dann die Delta-Variante, wo ja jeder schon sagt, ach du meine Güte, Delta kommt, das ist so schlimm und das ist viel, viel schlimmer als vorherige. Ja. Jetzt haben wir eine neue Mutation, Omikron, die viel, viel schlimmer ist, die sich schneller verbreitet. Die Frage ist nur, wie wird das sein? Ist es wie eine leichte Grippe oder ist es ganz, ganz schlimm? Wir müssen einfach abwarten, was da herauskommt. Wir werden das auf jeden Fall mitkriegen. Und nochmal, es gilt darum zu verstehen, was ist los, und dann können wir dementsprechend auch handeln. Das soll soweit für heute gewesen sein. Ihr merkt schon, keine Trade-Idee. Ich möchte mich eher mal darauf konzentrieren, heute zu verstehen, was ist los. Morgen kommen vielleicht wieder Trade-Ideen. Schauen wir dann bis dahin, was einfach passiert, und ich verwalte nun mal Euro-Dollar weiter. Okay, also macht's gut. Bis dahin, wir hören uns wieder morgen. Ciao, ciao.